Seit meiner Kindheit plagt mich dieses Verlangen. Es hat sich wie eine Zecke in meinen Kopf festgebissen und lässt sich nicht einfach herausziehen. Mein Verstand erinnert sich vage an die ersten Momente, in denen dieses abartige Verlangen zum ersten Mal zum Vorschein trat. Schon als kleiner Junge pulte ich die Krusten von Wunden ab und versuchte, so viel Blut wie möglich aus der Wunde zu saugen. Andere Male riss ich mir Hautfetzen an der Lippe ab und verspeiste sie genüsslich. Extremer wurde es dann in meiner Jugend, als es nicht nur mehr Neugier war, sondern schon eine wahre Sucht, immer weiter zu gehen. Ich fing an, Ratten und andere Nagetiere zu fangen und sie auf brutale Art zu töten und danach zu verspeisen. Selbst die Nachbarskatze konnte sich nicht mehr vor mir in Sicherheit bringen. Es gab mir einen gewissen Kick und es stillte dieses noch neue Verlangen. Was mein Körper wirklich wollte, fand ich erst später heraus. 22. Juli 2004. Es war eine kühle Sommernacht gewesen. Sie war allein zu Hause, die Eltern auf einer Hochzeit. Blonde, lange Haare und blaue Augen, die Treuer hätten nicht gucken können. Sie war wunderschön, selbst als sie kopfüber, leblos, an meinem Keller an einem Fleischerhaken baumelte. Ich erinnere mich noch daran, wie sich ihre Augen mit Verzweiflung und Tränen füllten. Schreien konnte sie nicht durch das Tuch in ihrem Mund. Nur eine Art Winseln konnte sie von sich geben. Ihr Fleisch war so zart gewesen und noch so frisch und unberührt. Einfach köstlich. Nun gehe ich meinem Hobby schon seit einigen Jahren unentdeckt nach. Jegliche Beweise lasse ich in einem Säurebad verschwinden. Das Fleisch verarbeite ich in selbst erfundenen Rezepten. All die Jahre suchte ich nur nach dieser einen Sache, welche diese abartige Gier stillen würde. Und Menschenfleisch war die Lösung. So einfach. Doch niemand darf davon erfahren. Niemand darf mein Geheimnis kennen. Du bist die einzige Person außer mir selbst, die davon weiß. Und ich muss sagen, mein Magen grummelt schon wieder. Fühlst du dich beobachtet? Schließ ruhig die Fenster und Türen fest zu. Lass das Licht brennen oder versteck dich unter deiner Bettdecke. Du wirst mir nicht entkommen. Egal, wohin du versuchst zu fliehen, ich werde da sein und schon bald hängst auch du an meinem Haken. Ich freue mich darauf, ein neues Rezept zu kreieren mit deinem Namen als Titel.